Hey meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Crafted Deck. Und ja, meine lieben Freunde, ihr seht in der Facecam kein Greenscreen. Ich hatte gerade ein bisschen Probleme, den Greenscreen aufzubauen. Und dann hat mir der Greenscreen quasi den letzten Nerv ausgeraubt. Und dann habe ich mir gedacht, komm, machst du heute einfach ein ganz normal Kreis-Facecam. Und ja, der Turm, der steht hier immer noch. Und ich habe mir gerade... es ist 14:35 und ich habe gerade Revis Folge angeschaut, was er mit meinem Haus angestellt hat. Und achso, Zander und hier G-Tab sind drauf. Okay, und ja, er hat auf jeden Fall sehr viel, ja, das war irgendwie lustig. Er hat mein Haus auf jeden Fall richtig gut demoliert. So, dann habe ich noch, by the way, jetzt auf Twitter so gesagt, ja, stellt mir Fragen. Und und ja, da kamen richtig viele Fragen und ich dachte mir, was machst du in dieser Folge? Ihr seht ja diesen Turm hier. Wobei, erstmal gehen wir in unser Haus, meine lieben Freunde. Hier ist ein Esel. Hallo Esel! Und was steht hier drauf? Blablabla. Okay. Freunde. Mein Haus seht ihr ja da hinten. Dann gehen wir jetzt kurz mal rein. Und in der letzten Folge habe ich ja, also in der letzten Folge Craftec, mein Handy vibriert, ging es darum, dass ich dachte, mein Haus würde jetzt in Trümmern liegen. Und ja, hier habe ich sogar eine Frage gerade, was willst du gegen den Kampf, gegen die Kampfansage von Rewinzeit unternehmen? Ja. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch so ist, aber irgendwie schreiben alle, dass der Wind so krass ist. Also bei mir geht, also ist nicht so krass. Also in der letzten Folge habe ich gedacht, so yo, der Windzeit hat mein Haus richtig zerstört. Und dann bin ich von da oben bis hier unten so richtig blind hingegangen, habe mich umgedreht, habe geguckt, das Haus war ganz. So, alle haben geschrieben, G-Time hat es repariert, stimmt aber nicht. Das stimmt nämlich nicht. Denn ich habe rumgefragt. Das Haus ist auf jeden Fall nicht von G-Time repariert worden. Das Haus wurde durch magische Art und Weise nicht beschädigt. Das war für Revi und Felix einfach eine psychische, ich gucke nochmal kurz in den Keller, eine psychische, ja, eine Fata Morgana, genau. Die dachten, die hätten was kaputt gemacht. Ich guck mal hier, wie es hier aussah. Nee, also, boah, Felix, erschreck mich doch nicht. Hahaha. Und auf jeden Fall war das für die eine Fata Morgana. Und die dachten, ja, wir haben das zerstört. Aber das stimmt nämlich nicht. Und was habe ich mir jetzt so gedacht? Ich habe nämlich hier zwei Enderperlen. Für die Leute, die fragen, warum ich ein Eisenschwert habe, mein Schwert, das ist hier. Ist aber fast beschädigt und ich kann es nicht reparieren. Aber deshalb will ich es nur benutzen für Looting-Sachen, weil es hat halt Looting 3. Genau. Und deshalb gehen wir zu Revi und Felix wird mir folgen. Hey. Okay. Komm einfach rein und bedien mich an deinen Sachen. Klar. Hahaha. Er schreibt so, ich komme rein und bedien mich an deinen Sachen. Wie in Real Life. Haha. Okay. Wir haben vor, also Felix und ich und ein Real Life Kollege haben vor, gleich wahrscheinlich wahrscheinlich Snowboarden zu gehen. Aber in der Halle erstmal. Das heißt, ein bisschen üben, weil ich halt noch nie gesnowboardet bin. Und mein Kollege auch nicht. Und Felix schon. Und der will uns ein bisschen beibringen. Wir haben nämlich vor, mal nach Österreich auch zu gehen. Und da mal richtig auf Bergen zu boarden. Und zu, Ski zu fahren. Weil, ich kann. Weil ich bin auch noch nicht Ski gefahren. Eigentlich habe ich mein Leben so wenig Sachen gemacht. Ich war eigentlich noch nie in einem anderen Land. was Felix schreibt. Ich war auch noch nie in einem anderen Land eigentlich, außer in meiner Heimat halt so richtig. So Urlaub, also keine Ahnung. Ich bin gespannt, was dieses Jahr auf mich hält. Ich hoffe, ich kann ein bisschen mal reisen, weil ich noch nie gereist bin so richtig. Tja, also wir haben jetzt hier den Turm. Und ja, genau. Ich wollte Revi zeigen, dass man mit mir nicht fickt. Auch wenn das Haus auf magische... Alle sind auf Drogen. Jump League, Minecraft.
Wieder einfach meine Titel auf YouTube verarscht. Der. Okay, ich sag's lieber nicht. Boah, ich bin so langsam gerade. Enderperle, du bist gefragt. Los, bring mich rein. Heftig. Auf jeden Fall gehen wir kurz bei ihm was zu essen stehlen. Sein klein mein. Hier geht's da unten. Und, ja. Ja, nehmen wir uns mal ein paar Möhren. Auf jeden Fall habe ich vor, Revi ein Zeichen zu setzen. Und zwar, der wird sich darüber richtig aufregen, aber ich will Cox Crafting 2.0. Aber er hat mein Haus abgefackelt. Jemand, ein magisches Wesen hat es beschützt, aber trotzdem, das ist ein Zeichen, das man mit mir einfach nicht fickt. Deshalb mache ich einen kleinen Miniturm. Wie machen wir das? So einen richtig hässlichen. So, machen wir einen Miniturm. Der wird mich zwar dafür hassen, das kann auch sein, dass das meine letzte Folge Crafting ist, weil ich dann gebannt bin. Keine Ahnung. Aber das ist einfach. Das darf nicht sein, Revi. Krieg. Entweder sagst du, nach diesem Miniturm, den ich jetzt baue, hörst du einfach auf. Oder wir können das auch weiterführen. Ich meine, wahrscheinlich würde ich jetzt richtig Dislikes bekommen. Aber dennoch hat er es ja auch übertrieben. So, wir machen einfach hier so einen hässlichen Turm. Der geht einfach so richtig hoch, so ein Rapunzelturm. Und dann machen wir so ein. So, ich habe ja eine Enderperle, komme ich ganz gut unten. Weil ihr müsst bedenken, für die auf Revis Seite sind, er hat damit angefangen. Er hat immer meine Türme gesprengt. Ich habe zwar da nichts gemacht beim letzten Sprengung, aber da habe ich den Turm in den Garten gebaut. Das war die Rache für die Sprengung. Und dadurch hat er mein Haus wieder angezündet. Und deshalb, eigentlich habe ich mehr Recht als er. Deshalb mache ich hier so einen richtig hässlichen Turm. Also den, da mache ich jetzt auch keine Mühe rein. Den letzten habe ich ja im Livestream so richtig. Mal gucken, wer das als erster sieht. Und dann noch eine Enderperle werfen. Und dann machen wir noch den Stack hier zu Ende. Ah, Revi, du wirst mich zwar hassen, aber was soll man machen? Das Leben ist kein Wunschkonzert, würde ich mal jetzt so behaupten. So, das geht jetzt schon relativ hoch. So, und jetzt machen wir einfach hier so. So. So ein richtig so Klischee. Aber wobei. Sieht das so, bestimmt so ultra. So einfach so ein Kackstift. Weil Revi. Sieh selber, was du gemacht hast. Ich will einfach mit diesem Turm nur setzen. Höre es einfach auf. Und wir machen jetzt einfach Frieden. Das ist der Friedensturm quasi. Hör einfach auf. Ich weiß, ich habe da gerade einen kleinen Baufehler gemacht, aber werde ich auch nicht beheben. Hör es einfach auf. Wir können weiter in Ruhe Crafting spielen. Und ja, dann haben wir hier 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nochmal höher und nochmal höher. Nochmal höher und nochmal höher. Dann platzieren wir das hier hin. So. Einfach spontan hier. Noch keiner hat das gesehen, der gerade auf dem Server ist, weil keiner was dazu schreibt. So, besser so. Und da die Enderperle. Ah. Och, Enderperlen sind so praktisch. Ja. Oh, fuck. Der wird mich hassen. Das ist einfach so ein Fernsehturm. Fuck. Der wird mich so hassen, ne? Der wird mich so hassen. Ich hoffe, ihn. Boah. Warte. Wartet mal. Gib mir mal kurz. Shit. Warum tue ich das? Revi, hör einfach auf. Hör es einfach auf. Lass den Turm einfach da. Wir machen mal kurz einen Screenshot. Okay. Freunde. Ja. Ich diese kleine Folge gefallen, weil wir gehen auch gleich snowboarden. Aber ich wollte euch nur so ein bisschen so ein Zeichen setzen. Ihr müsst wissen, was los ist. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein positives Wert. Und dafür die Leute, die auf Revis Seite sind und sagen, hey, dislike das jetzt. Denkt nochmal genau nach, wer im Unrecht steht bei diesem Krieg. Denkt genau nach. Dann werdet ihr es begreifen. Ich würde sagen, tschüss.